Haben wir in dem Raum vielleicht irgendwie eine andere Abspielmöglichkeit? Also gibt es da vielleicht ein Radio oder sowas? Oder einen Kassettenrekorder oder so? Der dann irgendwie noch auf dem Tisch stand, den wir nicht gesehen haben oder übersehen haben? Wir können gerne gucken. Also, ich habe auf jeden Fall so eine Art Monitor stand noch da. So, ist hier jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Glaubst du, ich finde dazu, wie man hier die Sekundärwaffe nutzt? Dave, bist du noch am Start? Dave ist er bestimmt. So, warte mal, wir mischen runter. Mischen wir runter. Wir waren achten, ne? Ja. Ja, wir waren ganz unten und dann genau. So, komme ich jetzt. Ist immer noch verriegelt. Hat ich das nicht aufgemacht? Nee, ich hat's nicht aufgemacht. Ich war auch ja nicht da, tatsächlich. Aber der Paternoster müsst ihr ja jetzt sehen, ne? Wo ist denn jetzt der verkackte Paternoster schon wieder? Ich werd irre, na sag mal, ey, ihr müsst ja auch denken, ey, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Das Schlimme ist hier, wie gerade geschrieben wird, von wegen, dass ich irgendwie aussehe wie Wolfi anscheinend, nur in jüngeren Jahren. Und dann wird nochmal kurz geschrieben, für die Außenstehenden, Wolfner schaut aus wie Jürgen Klopp. Jetzt müsst ihr mal wissen, wie Jürgen Klopp aussieht. Na, Kloppo. Du kennst doch Jürgen Klopp. Ja, ich kenne Jürgen Klopp. Ach so. Ich wusste jetzt nicht, ob du Jürgen Klopp kennst. Naja, ist ja nur ein medialer Typ. Also, selbst wenn du jetzt nichts mit Fußball zu tun hast, irgendwie, wisst ihr ja, wie. Schon wenn du auf alkoholfrei Bier stehst. So, hier können wir runter, Paternostern. Paternostern! Und ab geht's. So, und hier dachte ich eigentlich, dass man hier irgendwo. Nee, kann man nicht. Hier brauchen wir noch den Büchereischlüssel. Das heißt, wir laufen jetzt wieder durch die Todeszone durch. Das ist der Typ aus der Nivea-Werbung, finde ich auch schön. Nivea-Werbung? Ich finde Kloppo hat ja mega viel Kohle. Ja, allein schon irgendwie Trainerposten Manchester. Aber ich finde die Zähne, die er sich hat machen lassen, die sehen nicht gut aus. Das sieht so, das ist Oh. so, also klar, groß, weiß, bam, irgendwie, aber du siehst sofort, dass das künstliche Zähne sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt überhaupt, warum das wichtig ist, warum ich das sage. Ich weiß nicht. Möchtest du behaupten, dass ich künstliche Zähne habe? Bei mir ist noch alles echt. Noch. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Gar nichts. Schwere Kiste Emotiv. So, okay, achso, genau. Wir wollten ja gucken, ob wir jetzt für eine Aussage bin. Du hast angefangen mit den komischen Zähnen. Ja, ich sage ja bloß, dass. Ja, meinst du siehst jetzt Kloppo so ähnlich wegen deinen Zähnen oder was? Nein, eher vom, wie Blackbox Snake schreibt, eher vom Bart her und die Brille. Genau. Die Frisur wird es nicht sein, weil Kloppo hat mehr Haare als ich auf dem Kopf. Er hat sich aber auch verpflanzen lassen. Das ist richtig. Ja, und macht auch kein Geheimnis drum, finde ich auch gut irgendwie. Also, wenn man das auch macht, so, dann soll man auch dazu stehen. An den Monitor kommst du nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Warte mal, ach, hier, Schublade. Was ist denn hier mit Schublade? Nee, er greift auf die Eule zu. Okay. Mach das weg. Nee. Oh, die Mucke ist so chillig irgendwie. Ich hab mir schon den Soundtrack mal besorgt. Der ist so geil. Der ist so geil. So ein Können bisschen wir was die Kassette von. bei uns in unseren Dings im Inventar einlegen? Nee, ne, das geht nicht. Weil hier in, da wo du hier die Frequenzen machst. Hast du hier irgendwie Möglichkeiten zu kombinieren? Kann hier nicht benutzt werden. Schade. So, wir sind auf Vorsicht. Also wir sind schon beschädigt. Ja, das Einzige, was man jetzt halt machen kann, ich prügel mich hier nach oben weiter durch. In der Hoffnung, da einen Kassettenspieler zu finden oder hier unten. Je nachdem. Ja, wir haben ja unten auch noch nicht, also in der 8. haben wir ja jetzt auch noch nicht alles erkundet, ne? Also wir waren ja jetzt, sind ja nur hier so durchgerannt. Genau. Also hier in den zwei Räumen, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, Genau. ist nicht mehr so viel. Aber die anderen Räume haben wir ja noch Aber die nicht anderen Räume. angeschaut. Also außer Bücherei und, aber hier, ne, nach unten nicht. Oh. Ach du schöne Geschichte. Ein Orrery. Eine rotierende Ansicht der aktuellen relativen Position der bewohnten Welten des Sonnensystems zeigt.
Benny, kannst du dir das mal aufschreiben? Weil ich glaube, das wird nachher wichtig, irgendwie, wie weit, welcher Planet vom Zentrum weg ist. Oder von Heimat. Was stand da jetzt gerade? Was stand da jetzt? Also, wie weit, was, wie wo? Ein Orrery. Orrery. Ein Orrery? Ja. Das eine rotierende Ansicht der aktuellen relativen Positionen der bewohnten Welten des Sonnensystems zeigt. So, also okay. Vom Zentrum ist am nächsten dran Bujan. Danach kommt Veneta. Warum mache ich mir eigentlich das? Ich mache mir ein Foto davon. Ey. Machst du ein Foto, Alter? Wir sind so ein. Ey, du bist so ein modern, Alter. In der Zwischenzeit. Ja, ich könnte auch einen Screenshot machen, einfach, aber nee, ja. Ich nehme jetzt mein beschissenes Handy und fotografiere jetzt den Bildschirm ab. So richtig oldschool. Was? Muss mal ganz kurz mal einwerfen. Weißt du, was mich richtig abnervt? Diese neuen Verschlüsse an den Flaschen. Du kannst sie jetzt nicht mal komplett abmachen, sondern du kannst sie jetzt bloß noch so dran lassen. So, siehst du das? Nee, warte, das muss ich mir jetzt mal kurz angucken. Warte mal, wo denn? Warte. Ja, was ist das denn? Ja. Geht nur noch so. Ne? Du kannst jetzt noch mit die Weil, kannst du das Ding abruppen irgendwie, aber dann verspritzt du auch die kompletten Inhalte. Wie trinkst du daraus? Na, so. So auf der Nase den Deckel, geil. Auf der Nase, ne, natürlich seitlich, aber ist schon irgendwie geästet nicht, weil du halt immer irgendwie dran vorbeipetern musst. Find ich welchen Grund hat denn das? Na, damit du halt den Deckel nicht einfach wegschmeißt, glaube ich, irgendwie. Also halt um Verschmutzungsgrund wird's haben, wahrscheinlich. Okay. Ich habe irgendwann mal in der Doku gesehen übrigens, dass die Deckel eigentlich gesondert gesammelt werden sollen und auf... Lass mich dran, fürs Recycling steht oben auf dem Deckel drauf. Achso, okay. Wofür werden die Deckel gesammelt? Nee, also irgendwann habe ich mal sowas gesehen, dass die gesammelt werden sollen und separat an die BSR abgegeben werden sollen, weil da drinne ist nämlich nochmal irgendwie dieses, so ein Plastik-anderes Ding drinne, was auch raus muss und eigentlich, soll es nicht mit der Flasche wieder zurückgeschickt werden. So zumindest laut der Doku. Ich hatte mal einen Kollegen, der hatte die Plastikdinge gesammelt irgendwie und wollte die irgendwo hinschicken. Warum? Weiß ich auch nicht. Also irgendwo auf den afrikanischen Kontinent. Ich habe auch nicht zugehört, wieso irgendwie. Ich fand das bloß so abstrus. So, was schickst du als Deckel hin? Warum denn? So, die okay. Beinen Räume hier unten sind duster. Okay, dann geht's jetzt also nach oben hin. Das sind jetzt aber Einheiten. Jetzt muss ich... Oha. Okay. Würden die mich eigentlich angreifen? Wenn? Normalerweise stand ja da, okay, Eulen-Einheiten kommen ja perfekt mit anderen Replikas. Okay, ja, tun sie. Ah, verschlossen. Kolibri-Schlüssel und renn doch weg. Ja, na, renn. Na! Hoppa, na! Und. Gucken, dribbeln, dremmeln und vorbei! Wunderbar! Und hier ist schon der nächste Shit hier wieder. Das darf da halt nicht wahr sein, Alter. Und ich, ist mir egal. Sind wir bei Dodgeball angekommen hier. Dodgeball, genau. Tür entriegelt. Entriegelt? Ach ja, das war ja die eine Tür, ja? Stimmt. Genau, für die Leiter. Stress ja schön ohne Munition, muss ich sagen. Ja, da stehen sie alle drin! Schon voll vorbei. Und es ist duster alles. Benni, es ist alles dunkel. Ich sehe nichts. Ja, aber ist doch, guck mal, wir kommen doch hier. Minen kommen. Ja, genau. Den suchen wir seit Anfang an. Ja, dieser scheiß Administratorschlüssel. Und das andere konnte ich ja noch nicht mal an die lesen. Den Korinth-Schlüssel oder irgendwas. Lass mich in Ruhe. Ich gehe doch einfach nur hier lang. Oh, was ist jetzt? Oh. Bitte, Taschenlampe. Bitte. Jawoll, Taschenlampenmodul. Endlich, wir haben's. Jawoll! Flashlight. Ausrüsten. Ich find das ein schultermontiertes Taschenlampenmodul. Wenn installiert, wird es durch die interne Replika-Stromversorgung betrieben. Entschuldigung. Es ist zu dunkel. Also mit F macht er nichts an, mit L nichts, V nichts. Was entgeht mir? Soll ich Batterien suchen? Hä? Es ist doch angelegt. Ist es? Jetzt lege ich es nochmal ab. Es wird genauso benutzt wie die scheiß Sekundärwaffe. Du musst, glaube ich, wirklich mal kurz in die Tastenbelegung mal reinschmulen, weil ich finde dazu im Netz nichts.
So, ein Stellhuhn. Guck mal, da steht doch Lauf Module, T oder M3. Also T ist Modul. Also ich hab jetzt mal M3, was ja das Mausrad wäre, oder warte mal. Aha. Okay. Flintmunition. Was ist denn das jetzt für eine Taste? Also, ich hab jetzt eine T-Taste wird es sein. Nee, ist es nicht. Bei mir ist das quasi eine Maustaste, Maus 4. Ach, okay. Okay. Ja. Also selbst Maus 3 ist es nicht bei mir, sondern Maus 4. Maus 4? Kann man machen. Egal. Es geht. Das ist die Hauptsache. So, Adler. Administrationsdatenverarbeitung Logistik Replika. Adler. Typ. Generation 5. Oberkommando Spezialist. Gestell. Biomechanisch mit Polyethylenschale und Titanskelett. Größe 1,75. Ein integraler Teil jedes Protektor-Führungskommandos ist die Administratoreinheit. Eine einzelne Adlereinheit kann die administrative Aufgabe einer gesamten Anlage verwalten, was den anderen Führungskommandoeinheiten erlaubt, sich auf die direkte Verwaltung der Protektoreinheiten zu konzentrieren. Der Adler wurde als direktes Gegenstück zur Falke-Einheit konzipiert. Er agiert als ihr Adjutant, indem er sich um alle benötigten Berechnungen und bürokratischen Angelegenheiten kümmert. Titanskelett. Klingt jetzt nicht so, als würde ich jetzt sofort mit denen mit 3 Kugeln fertig werden. Adlerschlüssel. Ah, damn, Alter. Ich würde sofort auffliegen. Wer? Wie wird? Heute Abend um 4 die Krankenstation gesehen und die Decke Pfanne, Grüntee abgerissen. Was ist los? Was? Wir brauchen den Bass. Da ging es auch nochmal um die Deckel, ne? Um die Doku. Ach so. Ja! Das ist überall, Alter. Nein, sie haben mich gesehen. War hier oben auch ein dunkler Raum? Da! Ey. Sind aber sofort am Start. Lass mich, nein, ist mir egal. Lass mich durch. Oh, jetzt geht's uns aber schon gar nicht mehr. Jetzt geht's uns gar nicht gut. So gut. Ja, ist gar kein Problem. Mal hier. Hast du denn Heilung? Hoffnung für die Zukunft. Rotfront. Naja, weißt du Bescheid, Alter. So eine schöne alte Sozialistenhebe. Die Entwickler. Rotfront. So, okay, hier unten haben wir eine Kiste. Da wollen wir gleich erstmal kurz hingehen. So, du bleibst bitte liegen. Bleib liegen. So, die sind mit dem Schild sind mir wirklich unangenehm. Ja, weil die auf einmal auch ganz schnell werden. Auf so ganz kurze Zeit. Oh Gott, das, ja. Warum ist denn jetzt hier so eine Trolle drin? Warte mal, wo muss ich denn. Hä? Hab ich mich gerade wieder verguckt? Ja. Ich muss noch nach unten. Also, ich mach mir jetzt. Was? Ach so, ja. Komm her. Ja, Loxi, ja, ja. Jetzt links, rechts antäuschen. Ja, dran vorbei, super. So, wunderbar. So, dann heilen wir uns jetzt hier erstmal. Ja, aber nimm mal diesmal so ein Special-Spritze. Das wäre jetzt mein Plan gewesen. Reparaturspray oder. Ach, nehmen wir Plus, wa? Nee, warte mal, wir werden erstmal eine normale. Eine Einwegsprühpistole zum Auffüllen und Beschädigung für Beschädigung mit expandiertem Schaum. Polyethylenbasis. Stellt eine große Menge Gesundheit über Zeit wieder her. Schau mal an. Eine Einwegsprühpistole mit Auffüllen und Beschädigung mit schnell härtenden Schaum auf Polyethylenbasis. Stellt eine mittlere Menge sofort wieder her. Sofort wieder her. Na, würde ich jetzt erstmal die hier probieren. Okay. Dann kann man rechte Flanke und Tor. So sieht's aus. Was? Wegen rechts, links, ja, ja. Achso, warte mal, ich probier mal anders. Okay, wir sind bei Vorsicht. Jetzt wäre mal die Frage, über welchen Zeitraum das quasi läuft. Ja, wir warten jetzt noch eine halbe Stunde. Nicht. So, Benni, wo wollen wir jetzt hin? Wir haben so viele dunkle Räume hier tatsächlich. Na, lass uns doch mal in den einen Raum gehen, wo, genau, da hinten, wo die Tür ist. Protector Office, ne? Da könnten wir jetzt rein, aber da sind Feinde drin. Ja, aber du hast ja jetzt, du weißt ja jetzt, wie es funktioniert. Ne? Links, rechts, geradeaus und so. Naja, warte mal, dazu müsste ich jetzt erstmal natürlich. Ja, wenn du den jetzt benutzt, dann legst du die Taschenlampe ab. Das ist schlecht. Du kannst nur entweder das oder das. Verstehe, das ist natürlich Käse. Das heißt, mit der Taschenlampe musst du jetzt da rein, damit du die Tür öffnen kannst, wahrscheinlich. Da würde ich auch nur durchrennen. Ja, ja, ja.
Wasser auf. I'm running einfach. Free, yeah! I'm running free! Und die steht natürlich auch wieder auf. Aber du musst die auch anmachen, die Lamp. Ist doch alles nicht normal. So, hier unten steht eine, da oben steht eine. Liegt hier ansonsten irgendwas rum? Nee, ne? Nö. Sieht erstmal alles leer aus. Schreib mir die an. Guck mal, da oben ist Munition! Munition! Und da stehen noch wieder welche. Ach man, ey. So, das sieht nach einem Schlüssel. Inselschlüssel. Was? Inselschlüssel? Okay. What? Wo haben wir denn? Haben wir einen Inselschlüssel irgendwo? Ich hab kein... Nee. Haben wir ein Inselschloss? Aber vielleicht ist ja dieses Schließfach gemeint. Wobei, würde aber Schließfach heißen und nicht Insel. Kolibri im Verwaltungsbüro. Anne der Kolibris hat sich im Verwaltungsbüro im 7. Stock verschanzt. Ich habe sie und ihre Illusionen weinend da drin sitzen gesehen. Welche ist die echte? Achso, das ist dieses Ding mit den Frequenzen. Ah, okay. Ich glaube, es liegt an diesem Gemälde da drin. Immer wenn ich ihr nahe gekommen bin, war es, als ob mein Hirn attackiert wurde vom Bild dieser Insel. Inselschlüssel. Gefühl war so stark, Mist. Okay, boah, wer braucht auch schon Personalpronomen oder irgendwas? Oder Artikel, besser gesagt. Gefühl war so stark, dass ich fast kotzen musste. Gibt es einen Weg, die Übertragung zu neutralisieren? Vielleicht eine Art Rückkopplung der Frequenz ihres Kontrollsignals? Hm, ja, das hatten wir ja schon mal. Aber haben wir denn jetzt auch hier noch Munition, um uns da durchzusetzen? 12 Schuss, 16 Schuss, könnten wir klappen. Wissen wir jetzt nicht, was so eine Kolibri-Einheit frisst? Aber jetzt sind wir auch hier, warte mal. Na, ich würde hier noch ein bisschen gucken wollen. Naja, hier oben steht aber einer, das ist das Problem. Das heißt, ich habe gleich eine Konfrontation und hier ist enger Raum. Das heißt, ich kann hier nicht so wirklich ausweichen. Ich möchte aber auch jetzt nicht... Ach, scheiße, ich zieh durch. Ist mir egal. Kolibri ist auf jeden Fall kleiner als ein Storch. Nimm es doch, nimm doch den Kein Platz, es hat natürlich keinen Platz mehr. Es darf doch nicht wahr sein. Es darf doch nicht wahr sein. Ich hab da keinen Platz jetzt mehr für. Na dann, zurück! Ja, ich kann doch jetzt aber nicht... Na sag mal, so schlimm war doch jetzt ja nicht. Wie war so... Wie war... Naja, mit den... Ich war doch jetzt ja nicht so voll, war ich so voll... Meine Güte! Überall sind sie! Ja, du kannst dich ja hier schon mal erstmal wieder ein bisschen leer machen. Ja, das wäre... Das war jetzt der Plan. Na gut, dann pack ich das jetzt weg. Wenn du der Meinung bist. Du bist mir keine Hilfe, Benny. Sag jetzt. So, okay. Alles gut. Soll ich den Inselschlüssel erstmal auspacken? Ja, ich glaube nicht, dass wir den jetzt als erstes wirklich brauchen. Oder ich gehe schnell nach hinten, hol den Schlüssel. Ja, ist aber irgendein Jägermeisterschlüssel. Ich weiß nicht, was da stand. Irgendwas mit Jäger. Ein Jägermeisterschlüssel? Da stand doch irgendwas mit Jäger, oder? Ein Jägermeisterschlüssel. Schön, gefällt mir. So, ich hol mir das Ding. Ich hol mir das Ding. Ist mir egal. Hallo, Fieserwicht. Fieserwicht, grüß dich, alter Winkerarm. Richtig. Ja, Fieserwicht ist der Meister des Winke-Emotes. Lass mich. Den Schlüssel will ich auch, ja. Den Jägermeisterschlüssel. Der Jägermeisterschlüssel. Damit kannst du jeden Jägermeister öffnen. So, okay. Zieht durch. Zieht durch. Die nimmt das nicht. Ja. Ja, es... Lass mich. Geh einfach. Hast du jetzt wirklich nicht genommen? Nein, sie hat es nicht genommen. Schießen wir jetzt ab. Komm hier. Ins Gesicht. Oder auch nicht. So, ja, ja. Ah, lalalalala. So, und vorbeigerannt. Aber wie ein ganz großer. Also, das war aber wirklich mal richtig schön. Du, als hätte ich mir schon mal ein Video dazu angekickt. Das war gar nicht mal so schlecht. Aber so mit 4 Rennen ist nicht mehr bei mir. Nee, wir sollten uns wieder heilen. Ich brauch Bauschaum. Sofort brauch Bauschaum. Mein Körper verlangt es nach Polyethylen. So. Jägerschlüssel. Sören war ja nicht so weit weg mit dem Jägermeister. ja, aber wofür soll der jetzt gut sein? Vorhänge, Schlossschlüssel. Jägerschlüssel. Okay, pass auf, ich packe mal erstmal ganz kurz ein und schnappe mir... 2 Stück davon, weil ich glaube, dass einer nicht reichen wird. Gibst du die? Snook! Zack. Ja, das sieht schon gut aus.
Was stand denn bei dem Inselschlüssel? Stand da jetzt dann eigentlich noch irgendeine Beschreibung? Also stand da gerade noch irgendeine Beschreibung mit dabei? Ein kleiner alter Metallschlüssel. Eine vertraut aussehende Insel ist in die Reide graviert. Reide. Was ist denn eine Reide? Ich kenne Reibe. War eine Reide? Keine Ahnung. I don't know. Vielleicht Kopfstück oder so. Ich weiß es nicht. Naja, das Bild von der Insel ist ja da, wo der Kolibri ist. Wo die Frequenzen einchecken müssen. Heißt also, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn schon da von einem Inselporträt gesprochen wird, dass wir da den Inselschlüssel benutzen müssen. Würde ich jetzt mal so denken. Ja, aber dazu müssen wir die Viecher ja auch irgendwie kaputt kriegen. Ich weiß nicht, ob wir das mit den Frequenzen ordentlich hinbekommen. Aber wir können es ausprobieren. Naja, das Ding an der Sache ist ja, ich weiß nicht, wer die richtige ist irgendwie. Wahrscheinlich können wir das nur rausfinden, indem wir die richtige Frequenz treffen. Ihr könnt jetzt noch nicht mal die Shotgun mitnehmen. Gut, wir haben 16 Schuss. Wir könnten es schaffen. Frage ist nur. Also ich gebe mal einen Tipp ab. Speicher mal vorher, falls wir laden müssen. Wo war die, im Management Office? Ich glaube, ne? Okay, wir sollten. Ja, safen ist eine gute Idee. Ja, einfach damit wir dann im Worst Case, wenn jetzt alles weggeballert ist, wir zumindest dahin zurücksetzen könnten, wenn wir wollten. Okay, let's do it. Wir ziehen es jetzt durch, Mann. Wir ziehen es jetzt durch. Ich hole jetzt das Schwein. Welcher Film? Weiß ich nicht. Red. Großartig. John Malkovich. Ich hole jetzt das Schwein. So. Das Schwein mal übrigens in der Tasche, wo lauter Waffen drin sind. So, okay. 75. Da ist es. Oh. Dann stellen wir mal auf Frequenz 75 ein. Wahrscheinlich werden wir mit den Frequenzen halt die Trugbilder killen. Lol, und okay. Wir hatten ja davor schon die anderen Frequenzen einnehmen, ne? Und sie ist tot. Jetzt schieß doch drauf, tritt drauf, nein, mach irgendwas. Nein, sie ist tot. Sie ist ja tot. Okay, sie ist tot. Da ist wirklich der Herr so. Der ist der Keyhole. Der ist der fucking Keyhole. Okay, Inselschlüssel benutzen. Yes, let's do it. Was ist das denn? Also, was? Werkstattschlüssel? Wo ist denn jetzt die verkackte Werkstatt? Mann, warum ist da jetzt nicht der Bibliotheksschlüssel drin? Oder der Administratorschlüssel? Ach, das ist doch da nicht. Benni. Hoppala. Ich weiß es doch auch nicht. Oh, was war noch auf der Karte? Gehen wir noch kurz auf die Karte? Oder war irgendwas Gelbes? Zack. Oh ne, hab ich nur falsch gesehen. Okay. Okay, das haben wir. Warum ist denn hier eigentlich noch, warum ist das noch rot angezeigt beim Paternoster Looping Lift? Der läuft doch eigentlich. War es richtig? Ja, ist eine gute Frage. Müssen wir noch hin? Oh, so viele Feinde. Als Schlüsselreide bezeichnet man den Griff Bedienteil eines Schlüssels. Vielfach werden die optisch markanten Formen der Schlüsselreiden durch Geschmacksmuster von Nahrung. Nachahmung geschützt. Wusste ich auch nicht. Aber Google regelt, so sieht's aus, fieser Wicht. Nice. Okay. Danke dir. So, hier am Rechner kann man nicht machen. Hier können wir noch nicht machen. Hier wird gerade gefragt, ob das die Szene war mit dem Schwein. War das die Szene am Flughafen, wo er die Rentnerin im Auge hatte? Ja, das ist großartig. Die verfolgt, das ist eine Agentin. Mann, das ist einfach nur eine Frau. Und dann war nachher die mit der Panzerfaust da stand. Geil. Das ist eine großartige Situation. So, ich gehe mal kurz runter nochmal zu dem Paternoster. Und sofort in die Arme. Speisezimmer. Nee. Wir haben nur. Oh Gott! Fuck. So, hier mal Speise. Haben wir ein Speisezimmer? Ja, hier doch, waren wir schon drin. Achso, okay. Hier ist ja. Hier. Okay, wo waren denn jetzt noch tatsächlich Räume, die dunkel waren? War hier noch irgendwo ein Raum, der dunkel war? Der Star? Nee, der Star. Wir können auch mal reingucken, aber ich glaube, der Star-Dorm war, glaube ich, nicht dunkel. Ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Hallo! Tschüss. Tschüss. Nee, ja, genau, okay, das war alles klar. Da war das Poster drin. Wir können nochmal über die Map quasi über die Etagen gucken. Weil. Der Projektor Office ist ja auch so markiert, als ob er dunkel ist, ne? Also hier wegen diesen Gitternetz, sag ich jetzt mal. Na, aber da war doch drinnen. Das ist doch jetzt. Ja, aber der ist ja trotzdem noch dunkel.
Also er ist ja, also ich würde jetzt sagen, dass dieses Gitternetz, dieses Raster darstellt, so von wegen, da brauchst du halt die Taschenlampe. Ach so. Naja, gut, aber guck mal, hier im Dining Room Hallway, der ist auch... Ach so, ach, das... Nee, dieses Raute... Okay, ich verstehe. Benny, dieses Vorfahrts-Dingens. Der Benny ist auch einfach ein Fuchs. Der ist einfach ein Fuchs. Aber jetzt weiß ich nämlich nicht, ob wir noch woanders so ein Seil... Da unten haben wir... Der Stordorn. Stordorn. Und da drüber auch. Nee, doch nicht. Nee, da drüber... Doch, da oben. Adler-Bedroom. Okay, hier kommen wir über den Paternoster hin, wa? Das ist jetzt die 8. UG. Genau. Da können wir jetzt nochmal rein. Renn ich zum Paternoster, wa? Renn ich zum Paternoster. Ja, wir sind doch gleich hier, oder? Ja, das Problem ist, dass die auch da ist. Ja, guck mal, aber da war zu schnell für sie. Zu schnell. Zu schnell und zu furios für sie. Teil 10. So, okay. Bin ich mal gespannt. Bitte keine Feinde, bitte keine Feinde. Hallo? Nein. Ist mir egal. Ich knall dich jetzt ab. Ja, da sind aber... Oh, da ist einer mit Schild. Schildeinheit noch. Das sieht aus wie Weihnachtsmann. Kann ich aber... Oh, Alter. Da ist ja... Guck, noch einer. Oh, da ist noch einer. 4. Alter, oh Gott, das sind ziemlich viele. Ja, und da liegt ein Schlüssel wahrscheinlich, an den komme ich jetzt hier ran. Munition, ja, gut. 4 Munition, so ist... Die ist eigentlich Blödsinn, aber gut. Oh, die ist schnell, Alter, die ist schnell. Ja, versuch die wenigstens kaputt zu machen, die mit dem Schild. Oh, mach alle kaputt, komm, einfach Rinder. Gib ihm. Oh, die leben noch. Oh, wir sterben gleich. Ja, ich renne doch. Weil hier ist nämlich noch ein Schlüssel. Nee, nimm mal so, nimm's doch mit. Ja, hab ich den nicht mitgenommen jetzt? Nein! Ja, und du bist doch voll! Weit feuer denn! So eine Scheiße! So, nee, die nicht, sondern... Die schmeiß die weg, wir haben keinen Revolver oder so. Ah, die werden wir nachher brauchen. Die werden wir nachher brauchen, Benny. Oder Nachlad. 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 Hallo, mein Freund. Mein Name ist Nachlad. Ich komme aus dem schönen Irkutsk. So, jetzt mach die kaputt. Jetzt machst du fertig. Komm. Schätzelein. Ja, schön. Jetzt rauftreten. Immer gib ihm. Lebt da oben jetzt? Ist die wieder aufgestanden? Nee. Donnerlitschen, hör auf doch. Was ist das hier? Kein Platz, Reparaturspray. Na, dann nochmal hier nachladen und dann dürftest du Platz haben. Es ist so, aber auch aufregend hier heute, die Session. So, zack. So. Nehmen wir... Gleich, nutzet! Hammer. So, hier können wir nichts machen. Ey, was? Wir kommen später. Ey, war das jetzt hier bloß für Heilung? Ne, wir haben auch noch, da vorne ist noch ein Dokument. Ja, aber das wird uns doch jetzt wahrscheinlich nicht weiterbringen, oder was? Wer weiß. Sicherheitstechnik-Controller Replika. Storch. Typ Generation 5 Kampfführungseinheit. Gestell biomechanisch mit Polyethylenschale und kugelsicheren Panzerplatten. Größe 240. Jeder Kader des Protektor-Sicherheitstechniker wird von einer Kontrolleinheit beaufsichtigt. Am verbreitetsten für diese Rolle ist das Storch-Modell. Störche gehören dank ihrer verlängerten Beine zu den größten... Das macht sich richtig super beim Vorlesen. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen hier. Hör mal. Hast du dir gut überlegt hier, Blackmore? Jedes Kader der Protektor-Sicherheitstechniker wird von einer Kontrolleinheit beaufsichtigt. Am verbreitetsten für diese Rolle ist das Storchmodell. Störche gehören dank ihrer verlängerten Beine zu den größten Replikamodellen und behalten dadurch metaphorisch und wortwörtlich jede Situation aus der Vogelperspektive im Blick. Allzeit bereit, ihre zugewiesenen Sicherheitstechniker zu führen und zu koordinieren. Manche mögen sie zwar brutal oder sogar grausam nennen, doch ihr strenges, nüchternes Auftreten macht sie zu idealen, unerschütterlichen Hütern der Ordnung. Zero! Das ist ein knackter Cola-Song, Alter. Das ist geil, das ist einfach mega.
Ich find's gut, dass wir den drin haben bei uns. So, es hat tatsächlich aber kein Key-Item hier drin gegeben. Das ist ärgerlich. Okay. Blackbox Snake, erstmal danke fürs Reinschalten. Absolut. So, ich bin erstmal raus, schreibt er. Ich wünsche euch noch was. Beim nächsten Mal bringe ich wieder Besuch vorbei. Danke dir. Hass geht raus. Ich bin aus Martin sein Clan. Oh, so. Hass über alles, Alter. Vielen Dank erstmal, Blackbox. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Raid. Und hey, hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Hoffentlich lesen wir dich bald wieder irgendwie. Und seh dich auf dem Kanal wieder. Bis dann. Mach's gut. So, wo ist die verkackte Werkstatt, Alter? Wir haben die Werkstattschlüssel. Ja, aber haben wir überhaupt den Eingang zur Werkstatt irgendwo schon mal irgendwo gesehen? Nee, wir haben die Werkstatt noch nicht gefunden. Da oben wäre jetzt noch quasi ein Zimmerchen. Ja. Minecraft Access. Nee, Minenschaft. Ich dachte, da steht Minecraft. Er würde auch nicht springen, weil Minecraft heißt ja, irgendwie habe ich gerade so verkettet, dass Minecraft Werkstatt heißt, was ja total blöd ist, weil Workshop heißt ja Werkstatt. Was für ein Kack. Egal. Ja. Einfach überlegen. Einfach nur Kacke gelabert hier. Einfach jeden beschissenen Gedanken, der so querfurzt, irgendwie verbalisiert.